Glaube, Literatur und eine hervorragende Persönlichkeit kennzeichneten ihn. Hidayatullah Hübsch, eine bedeutende Person, ist gestorben. Am 8. Januar 2011 erreichte der Leichnam von Herrn Paul Gerhard Hidayatullah Hübsch seine letzte Ruhestätte. Seine Freunde und Verwandten hatten noch ein letztes Mal die Gelegenheit, sich von ihm zu verabschieden. Auch Freunde aus dem Literaturkreis waren zahlreich erschienen. Ich habe ihn einfach immer sehr als einen sehr liebevollen Menschen geschätzt, der sehr, sehr offen war und der keine Allüren hatte, den ich einfach menschlich sehr, sehr schätzte. Er hat entweder als Vorsitzender des Verbands Deutscher Schriftsteller in Hessen oder aber als Freitagsimam in der Nur-Moschee sich immer um andere gekümmert. Er hat das, was er gesagt hat, auch gelebt. Er war sehr zuverlässig, er war ein sehr freundlicher, liebevoller Mensch und hat alle unterstützt, die er gekannt hat. Im Nachhinein wurde das Totengebet vom Nationalvorsitzenden der Ahmadiyya Muslim Jamaat geleitet. Nach dem Totengebet war der Zeitpunkt gekommen, den Leichnam von Herrn Hübsch beizusetzen. Kommen die Tränen gehen, wann werde ich mich je verstehen? O Gott, ich finde es zu mir. Beim anschließenden Begräbnis füllten Freunde und Verwandte den Grab von Herrn Hübsch auf. Wenn ich mich traurige Gesichter und eine unbeschreibliche Ruhe. Und dass er eigentlich immer ein guter Freund war, also er war immer mit dem Herzen dabei. Das Wort weitherzig fällt mir dabei ein. Er immer war auch in Bezug auf alle Denkweisen, die es gab, und er hat sich eigentlich gedanklich mit allem auseinandergesetzt. Ein unglaublich großes Licht. Als Friedensvermittler auf jeden Fall. Ich glaube, das hat mich am meisten immer beeindruckt. Diese stetige Einsetzen für den Frieden und das Vermitteln zwischen all den Welten. Er war aufgrund seiner Liebe zum Khilafat ganz besonders, aufgrund seiner Liebe zu Allah, seiner ganz, ganz innigen Beziehung zu den Gebeten, der Wafel auch vor allem eine ganz herausragende Persönlichkeit, nicht nur in der deutschen Jamaat, sondern in der internationalen Jamaat. Und auch wie wir heute bei der Beerdigung sehen können, sehr, sehr viele Menschen aus verschiedenen Kreisen haben ihn sehr geschätzt und geehrt und möchten hier seinen Abschied auch entsprechend beiwohnen. Und wir wünschen natürlich, dass die Familie sehr viel Geduld zeigen kann und dass seine Nachfahren und die Familie und die Jamaat in Deutschland und die Jugendlichen vor allem auch, dass wir aus seinen zahlreichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit ihm profitieren können. Bin ich manchmal leer. Manch einer, der gesunken war, erfährt dann Frieden neu und klar. Schwer ist der Weg zum Paradies, gesegnet Ahmed, der ihn wies. Möge Gott Herrn Hübsch einer der höchsten Ränge im Paradies gewähren.